feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag in der Passionszeit. In diesem Gottesdienst, in den Texten, in der Predigt wird es darum gehen, wie Gott an uns Menschen leidet und welche Folgen das für ihn und für uns Menschen hat. Aber es geht auch um die Hoffnung, die wir haben dürfen, trotz allem. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieser Vers aus dem Römerbrief soll uns diese Woche über begleiten. Ich freue mich, dass das Musikteam heute in einer kleinen Besetzung da ist. Singen, Gemeindegesang ist immer noch verboten, aber solistisch können wir Ihnen Musik nahebringen. Schön, dass ihr da seid und die Musik und den Gottesdienst mit eurer Musik bereichert. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 25. Sie finden ihn unter der Nummer 713 in den Gesangbüchern. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht bestanden werden, lass meine Feinde nicht vollkommen über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steine. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Für alle, die seinen Mund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist dem Freund, die ihn fürchtet, und seinen Mund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich schaue auf dich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, wir erinnern uns an das Leiden und Sterben deines Sohnes. Es fällt uns schwer zu begreifen, dass unsere Sünde ihn so weit gebracht hat. Wir denken nicht gern daran, dass unsere Selbstbehauptung sich tödlich auswirkt. Wir nehmen nicht ernst genug, dass unsere Verschlossenheit dir gegenüber mörderische Folgen hat. Hilf uns, durch das Kreuz deines Sohnes unsere Abgründigkeit zu erkennen. Zeig uns aber auch, wie viel weiter deine Barmherzigkeit reicht. Richte uns auf durch deine Güte. Amen. Wir wollen nun gemeinsam das Wochenlied Nummer 96 lesen, gemeinsam die Strophen 1, 2, 5 und 6. Lied Nummer 96, und wir werden von einem Vor- und Nachspiel musikalisch.
Gütiger Jesus, Gottes Lamm auf Erden, du bist der wahre Retter unseres Lebens, unser Befreier. Nur unsretwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. Für unsere Sünden musstest du bezahlen mit deinem Leben. Wenn sich die Tage unseres Lebens neigen, nimm unseren Geist, Herr, auf in deine Hände, dass wir zuletzt von hier getröstet scheiden, Lob auf den Lippen. Dank sei dem Vater, unserem Gott im Himmel. Er ist der Retter der verlorenen Menschheit, hat uns erworben Frieden ohne Ende, ewige Freude. Sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir hören jetzt das Musikteam mit dem Lied Die Mauer. Auf den Zetteln, die Sie am Eingang erhalten haben, können Sie den Text verfolgen. Voll von dir, mein Schatten an dir, zu meinem Volk.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Liebeslieder gibt es schon, solange es die Menschen gibt. Fröhliche und traurige Lieder auf der Höhe der gegenseitigen Liebe geschrieben, Lieder, um dem oder der heimlich Geliebten endlich die Liebe zu gestehen, aber auch Lieder von enttäuschter Liebe, davon, wie Menschen ihre gescheiterten Beziehungen verarbeiten und das auf ganz unterschiedliche Weise. Liebeslieder gibt es auch in der Bibel eine ganze Menge. Und auch da ist das Spektrum der verschiedenen Liebeserfahrungen so breit wie das Leben selbst. Unser Predigttext ist ein solches Liebeslied. Und es gehört eher in die etwas düstere Kategorie von Liebesliedern. Ich stelle mir vor, wie es damals ursprünglich gesungen wurde. Auf einem Fest vielleicht, fröhlich und sorglos zu vorgerückter Stunde, als alle schon gut gegessen und getrunken. Unter den Gästen Jesaja, Sohn des Amos. Eingeladen hat ihn zwar keiner, aber soll er doch mitfeiern. Es kommt nicht darauf an, hier, wo von allem genug da ist. Und dann trinken und lachen sie und sind in Stimmung. Es wird gesungen. Wie überall fangen die Mutigsten an, die anderen stimmen ein. Und auch Jesaja ist aufgestanden, sein Becher in der Hand. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Alle lachen, das hört sich gut an. Solche Lieder kennen wir, wir wollen sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen. Da will ich dir meine Liebe schenken. So heißt es zum Beispiel im Hohelied. Ein Weinberg ist ein Lustgarten. Sing weiter, Jesaja, wir sind gespannt. Und Jesaja singt weiter. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf. Baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiße ich die Hecke zum Schutz einst gesetzt und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zum Weiden sollen Schafe und Ziegen hinein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis, schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken. Das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten. Sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschrei. Soweit der poetisch anmutende Text aus dem Jesaja. Jesaja singt das Lied vom Weinberg, den sein Besitzer mit viel angelegt hat und der trotzdem keine Früchte bringt. Er singt von der Enttäuschung, die das verursacht und von der Wut. Von der Wut, die so groß ist, dass der Weinbergbesitzer alles zerstören will, was er zuvor aufgebaut hat. Da schmeckt den Zuhörern plötzlich der Wein nicht mehr. Statt weiter die Becher zu heben, stellen sie sie halb voll. Denn sie verstehen, das ist ein ganz bitteres Liebeslied. Und der Liebhaber, der hier spricht, ist Gott. Und gemeint sind sie, die Bürger Jerusalems und die Männer Judas.
Und die Liebe Gottes ist offenbar in blanke Wut umgeschlagen. Das Liebeslied ist zur Gerichtspredigt geraten. Und wenn wir dieses Lied heute hören, dann gilt es ja uns. Es hält uns den Spiegel vor. Es beschreibt die Menschen, ja, die ganze Gesellschaften haben. Kurzsichtig, eigennützig, gedankenlos. Und dann wird aus Rechtsspruch Rechtsbruch und aus Gerechtigkeit Schlechtigkeit. Und Gott wird wütend. Mir macht das Angst. Und ich spüre meinen Widerstand gegen die Vorstellung, Gott könnte wütend werden. Ist er denn nicht der liebe Gott? Derjenige, der alles verzeiht? Wie sehr habe ich ihn gerade zuletzt noch verteidigt, wo manche meinten, Corona sei eine Strafe Gottes. Aber ich fange auch an, mich und die Menschen um mich herum zu rechtfertigen. Niemand will doch absichtlich das Böse tun. Im Gegenteil, wir wollen das Gute. Warum geht dann trotzdem so viel in der Welt schief? Warum gibt es Gewalt und Gewinnsucht? Und warum sind es dann noch die Schwächsten, die zu den Opfern werden? Ich habe darauf keine einfache Antwort. Und ich kann nachvollziehen, dass es Gott wütend macht, wie wir Menschen miteinander umgehen. Ist das der Dank? Das Lied Jesajas zwingt mich, eine andere, eine unbequeme Seite Gottes anzusehen. Gott wird wütend. Sehr menschlich stellt ihn die Bibel hier dar. Aber seine Wut hat auch eine Kehrseite. Seine Wut ist die Kehrseite seiner Liebe. Mit Liebe hat er die Welt erschaffen. Mit Liebe hat er Pflanzen und Tiere erdacht. Mit Liebe hat er uns Menschen gemacht und uns selbst zur Liebe befähigt. Aus Liebe hat er Menschen gerettet. Aus Liebe hat er ihnen Gebote als Richtschnur gegeben. Und nun wird diese Liebe Gottes auf eine harte Probe gestellt. Und da stehen wir nun an diesem zweiten Sonntag der Passionszeit. Passion, das heißt ja Leiden. Wir leiden unter all dem, was in der Welt schief geht. Unter Rechtsbruch und Schlechtigkeit, unter Gewalt und Gier. Und Gott leidet mit uns. Aber Passion heißt auch Leidenschaft. Das heißt, Gott liebt uns noch, immer noch und leidet. Er hat sozusagen Liebeshunger. Ist Gott also nun doch der liebe Gott? Oder doch der Strafende? In jedem Fall kann er richtig wütend werden. Meine Hoffnung setze ich trotzdem darauf, dass Gott nicht aufgibt. Und ich beziehe meine Hoffnung diesmal nicht aus einem Text der Bibel, sondern aus dem, was eine Winzerfamilie aus Südengland schreibt. Und ja, da wird tatsächlich Weihnachten genannt. Sie sagen, Liebe hat viel zu tun mit einem Weinberg und all der Arbeit, die dort zu tun ist. Wir arbeiten alle das ganze Jahr sehr hart und hoffen, dass die Ernte gut wird. Wir stecken Liebe in die Pflege der Reben, im Laufe der Jahreszeit. Jedoch, unabhängig davon, wie viel Liebe und Sorgfalt wir in die Pflege der Reben investiert haben, liegt das Endergebnis nicht vollständig in unserer Kontrolle. Es kann sein, dass wir trotz all der Liebe keine gute Ernte bekommen. Aber wir werden nächstes Jahr wieder dasselbe tun. Genauso viel Liebe und Vertrauen in der Hoffnung, dass das Ergebnis den Aufwand lohnt.
Wir lieben, was wir tun, auch wenn es manchmal schwierig und frustrierend sein kann. Wenn du nicht lieben würdest, was du tust, oder nicht die Leidenschaft hättest, ein solches Produkt herzustellen, wärst du nicht in diesem Geschäft, insbesondere in England. Soweit die Winzerfamilie aus dem England. Auch das nächste Lied des Musikteams, das wir jetzt gleich hören werden, kann man als eine Art Liebeslied verstehen. Da singt jemand vom Leben, von Höhen und Tiefen, von Nebelschwaden und mangelnder Ort, von Heimathafen und knallenden Korken, vom Ende der Welt und von Heimweh. Da ist viel Unsicherheit und Angst, Sorge um die Zukunft und darüber, ob denn am Ende alles gut wird. Eine eindeutige Antwort gibt das Lied auf all die Fragen nicht. Doch es endet mit einem Satz, den wir ganz oft in der Bibel finden, an Stellen, die auch von Angst und Entsetzen geprägt sind. Fürchte dich nicht. Ein Satz, der von Gott und seinem Boden den Menschen zugesprochen wird. Im Moment bist du voller Angst, aber am Ende wird Gottes Liebe alles andere überstrahlen und alle Angst und aller Schmerz wird nicht mehr sein. Ich hoffe auf Gott, der trotz all seiner Liebe oft keine gute Ernte erzielt und der trotzdem wieder dasselbe tut. Liebe und Vertrauen in uns setzt, in der Hoffnung, dass das Ergebnis den Aufwand lohnt und der uns zuruft, fürchte dich nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Geladen von Wasser und Feuer.
Folgendes darf ich noch bekannt geben. Herzliche Einladung morgen Abend um 18 Uhr zu unserem wöchentlichen Friedensgebet. Wir kommen für eine halbe Stunde hier vorne in der Kirche zusammen, um miteinander zu beten für den Frieden in der Welt. Herzliche Einladung auch zu unseren wöchentlich stattfindenden Passionsandachten. Bis Ostern werden wir uns jeden Mittwochabend hier in der Kirche treffen. Wir haben in diesem Jahr einen Passions- und Ostergarten vorbereitet. Es kommt also jeden Mittwochabend eine neue Station dieses Gartens dazu. Hier vorne eine kleine Ministation vom letzten Mittwoch. Diesen Mittwoch wird es um den Einzug in Jerusalem geben, immer um 19 Uhr mittwochs, also jetzt auch am 3. März um 19 Uhr. Herzliche Einladung. In der Passionszeit wird unsere Kirche auch unter der Woche täglich außer dienstags geöffnet sein, von 9 bis 15 Uhr. Dann kann man die einzelnen Stationen auch nochmal für sich in Ruhe wahrnehmen und erleben. Nächsten Sonntag werden wir zwei Gottesdienste hier feiern, einmal um 9 Uhr und dann um 11 Uhr. Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die dieses Jahr konfirmiert werden, stellen sich in diesem Gottesdienst vor. Herzliche Einladung dazu, also entweder um 9 oder um 11 Uhr am nächsten Sonntag. Bitte melden Sie sich wie zu allen unseren Gottesdiensten vorher an, entweder auf unserer Homepage oder telefonisch bei uns im Pfarramt. Die Kollekte, die wir am Ausgang einsammeln, ist bestimmt heute für die Aufgabe der eigenen Gemeinde. Gott segne Geber und Empfänger. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieser Vers möge uns in dieser Woche begleiten. Und nun wollen wir Fürbitte halten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. In der vergangenen Woche mussten wir Abschied nehmen von Frau Heldrudis Schumacher. Sie verstarb im Alter von 97 Jahren und wohnte in der Schwanenstraße. Guter Gott, wir wissen, Heldrudis Schumacher in deinen Händen geborgen. Sei du bei allen, die um sie trauern, bei allen, die um einen Menschen trauern. Gib ihnen Kraft und neuen Mut. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie begleiten. Und lass sie uns und uns alle auf die Worte deines Sohnes vertrauen, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Mein Leben, ein Stolpern. Mich verlieren und nicht mehr finden, mühsam aufstehen, in die Knie gehen und manchmal liegen bleiben. Langsam treibe ich in den Abgrund auf das Bodenlose zu. Rufe ich dich, kannst du mich halten, denn dann fürchte ich mich nicht. Mein Leben planlos irren und auch mal grandios scheitern, Scherbenhaufen, die kein Glück bringen, Narben, die davon erzählen, Schuldgefühl, das an mir nagt und Erinnerung, die wehtut. Ruf ich dich, kannst du mich heilen, denn dann fürchte ich mich nicht. Eine winzig kleine Spanne gibst du mir im Meer der Zeit. Gezählte Tage, Lichtmomente, Schattenseiten, Dunkelheit. Und ich sehne mich nach Heimat, nach der großen, lauten Stadt. Hoffe, du bringst mich nach Hause, denn dann fürchte ich mich nicht. Gott, du bist heute, du bist morgen. Du bist immer schon gewesen. Auf dich möchte ich vertrauen.
denn dann fürchte ich mich nicht. Und alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte des Gebetes, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen in diesen Tag und in die kommende Zeit, geleitet, getragen und getröstet durch den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.